klein, leicht, sehr, sehr leicht und kompakt und trotzdem wind- und wasserabweisend. Das ist die neue Jacke von Tasmanian Tiger, die Main Amp Jacket. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Jacke, diese Tasmanian Tiger. Extrem leicht, wirklich extrem kompakt. Ich habe sie mir am Anfang in XL bestellt und die passt mir auch in XL. Habe aber dann gemerkt, dass XL aufgrund meines breiten Baus und meiner schweren Knochen vielleicht doch ein bisschen zu unterdimensioniert ist, wenn man sie dann bewegt. Daher habe ich jetzt eine XXL und die passt mir wie angegossen. Das Ding ist wirklich sehr, sehr leicht. Du kannst es schön komprimieren. Ja, hat dann, der Backsack ist übrigens im Lieferumfang mit dabei. Und die Jacke, also ich finde sie einfach schön. Die gibt es in grün und die gibt es natürlich in schwarz. Und dass das hier alles billigste Eigenwerbung ist, das muss jedem klar sein. Und genau das ist es hier jetzt auch. Schau mal her. Du hast, die Jacke geht bis ganz rauf, geht über das Kinn drüber. Du kannst auch hier eine Kapuze verwenden. Ja, schöne Kapuze. Kann man auch hier an beiden Seiten gibt es die Möglichkeit mit einem Gummizug ranzugehen und das Ganze einzustellen. Das heißt, auch das ist einmal möglich. Zwei Wege Reißverschlusssystem. Finde ich extrem wichtig, also mir taugt das. Hier ist an der Stelle gibt es keine Mechanismen, um aufzumachen. Das ist ja auch bei manchen Jacken der Fall. Ist hier nicht der Fall. Gut, ich habe sie schon im Wind getestet. Regen hatten wir jetzt noch nicht, aber im Wind getestet. Und es ist besser als nichts. Ich meine, Windchill ist ohnehin immer ein Thema, also das ist ganz klar. Aber ja, auch jetzt geht ein bisschen der Wind. Und es ist einfach viel besser, als wenn du gar nichts dabei hättest. Das ist ganz einfach so. Gut, dann Taschen. Du hast hier zwei doch sehr große Taschen, die auch im vom oberen Bereich her sozusagen, von hier bis zur Bauchmitte gehen. Das heißt, da passt auch wirklich einiges rein. Das ist einmal sehr, 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 sehr gut gemacht. Das gefällt mir extrem gut. Das war es aber auch schon mit den Taschen. Also sie haben darauf verzichtet, hier irgendwelche Taschen zu machen. Das Einzige, was es hier halt gibt, ist diese Klettfläche hier jetzt. Ja. Da kann man Badges anbringen. Das kommt natürlich alles aus dem taktischen Bereich. Das ist uns ist ganz klar. Ja. Jetzt einfach nur, damit du mal die Staufläche siehst, was da alles reinpasst. Also ich stecke jetzt die Jacke noch einmal in XL da ein, dass das dann hier noch einmal ausschaut, als hätte ich hier ein Geschwülz, das ist ganz klar. Aber es ist Platz und ich könnte jetzt noch etwas dazu reinpacken, ein bisschen was. Also das ist schon, da geht schon ein bisschen was rein. Soll jetzt nicht unbedingt ein optisches Thema sein. Hier hast du dann den Tasmanian Tiger, sehr, sehr dezenter auch angebracht. Die schwarze kenne ich jetzt nicht, da kann ich es nicht genau sagen. Aber bei der grünen, das fällt auch nicht ernsthaft auf. Ja, dafür fällt halt die grüne auf, wenn du in der Stadt bist. Dafür im Wald nicht. So, dann jetzt hier dieses leichte Softshell-Material. Das merkt man auch. Es raschelt aber ein wenig. Nicht so stark wie, das muss ich schon auch dazu sagen, nicht so stark wie dieses harte Softshell, aber doch ein wenig. Das muss uns einfach bewusst sein. Also alle, die jetzt zum Beispiel jagdlich unterwegs sind, weiß ich nicht, ob das wirklich passt. So, ist aber glaube ich auch nicht die Idee dahinter. Hier hast du noch einmal eine wirklich fette Innentasche. Die haben nachgedacht beim Arbeiten. Ich mag das, wenn jemand beim Arbeiten nachdenkt. Weil ich kenne auch Jacken, da ist auch hier die Tasche, die Außentasche innen eingenäht, muss irgendwo sein. Aber dann ist da keine Naht gemacht worden. Und wenn du da was reinsteckst, fällt es unten raus. Und das haben die bei TT wirklich besser gemacht. Also danke Leute, dass ihr nachdenkt beim Arbeiten. Das finde ich wirklich gut. Dann da eine Öffnung, dass man ins Innere kommt. Das heißt zum Beispiel für Kopfhörer, wenn man die nicht eh schon auf Bluetooth hat, aber das soll so sein. Und das ist auf beiden Seiten gegeben. Dann, ich zeige es dir jetzt hier unten, da gibt es auch die Möglichkeit, unten den Bund zuzuziehen und ja, mehr Schutz zu haben, damit es nicht reinzieht. Das geht auch sehr, sehr gut, ist überhaupt kein Thema. Und insgesamt, ich meine, das ist klassische TT-Qualität und das taugt mir irrsinnig. Da steht nichts ab, da ist nichts kaputt. Die stinkt nicht nach Chemie, sondern sie stinkt jetzt nach Lagerfeuerrauch, weil ich war jetzt gerade vorher unterwegs und habe
habe Leute, die bei uns im Bushcraft Camp waren, mit ihrem Hund und mit der Nichte besucht. Lieber Alex, schöne Grüße, solltest du das Video sehen. Und da haben wir geplaudert und da war, glaube ich, Lagerfeuer. Oder war das dann danach? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall stinkt das jetzt nach Lagerfeuer, aber nicht nach Chemie. Und das ist mir zumindest immer ganz, ganz wichtig. Also eine sehr, sehr leichte, kompakt in einem Backsack verpackte, zu verpackende und backbare leichte Softshell-Jacke. Ich habe sie natürlich jetzt noch nicht im Langzeittest gehabt und das werde ich natürlich jetzt ändern. Und sollte mein Fitnessprogramm, mein Fitnessprogramm funktioniert eigentlich eh ganz gut, aber das Abnehmen wird eigentlich irgendwie überhaupt nichts. Aber ist okay, vielleicht passiert es ja irgendwann einmal, dass ich schlanker werde, dann werde ich auf die XL umsteigen. Aber momentan ist die XXL ideal für mich. Ja, jetzt auch so, ja. Ich finde die wirklich schön. Also die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Du hast aber hier keinen Abschluss. Also es ist jetzt nicht einmal, nicht noch einmal irgendeine eine Überlagerung jetzt über den Reißverschluss. Das ist nicht gegeben. Es ist zwar innen hier, ja. Nochmal, also es gibt ja auch welche, da fehlt dieser Bund hier innen. Und da kann man dann durch den Reißverschluss durchschauen. Das ist hier nicht gegeben. Ist aber, wie gesagt, trotz alledem sehr, sehr schön gelöst. Gefällt mir irrsinnig gut. Auch rauf bis zum Kinn, was mir persönlich immer sehr, sehr wichtig ist. Ich habe dann auch gerne irgendeinen Schal oder Schemax-Schal oder sonst irgendetwas. Eine schöne Jacke. Was ich nicht rausgefunden habe, ist da, hier diese Teile da, die Ärmel, da ist nichts. Also da kann ich nichts machen. Also da fehlt der Verschluss. Ist es dadurch schlechter? Nein, ist es meiner Meinung nach nicht. Wäre es besser, wenn es dabei war? Ja, es wäre besser, aber es würde wieder Gewicht bedeuten, das würde wieder einen Arbeitsschritt bedeuten und wahrscheinlich auch etwas am Preis wiederum verändern. Aber das macht die Jacke nicht besser oder schlechter. Ja? Dann hier, die Zips sind so mit solchen kleinen Kordeln versehen, damit man da auch richtig gut arbeiten kann. Also das taugt mir. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und dann ganz einfach darüber berichten, wie es mir damit gegangen ist. Ich werde es jetzt die Saison einfach tragen. Ist jetzt eh wieder schön warm und angenehm. Und wenn ich jetzt so... Und du kennst mich ja jetzt schon, wenn du schon öfter hier bei mir warst, da der Ausblick auf unser Waldurlaub.at. Jetzt geht es endlich wieder los, der Huflattich kommt raus, die Schlüsselblumen kommen raus. Also es wird jetzt wieder Frühling, da passt die Jacke meiner Meinung nach ideal. Und das war's jetzt. So, jetzt bist du dran. Was hältst du von diesem Stil? Gefällt sie dir nicht? Was ist deine Meinung? Ich gebe unten den Link auf Amazon. Ich habe die nicht im Programm. Wir machen keine Kleidung, weil mir das einfach zu nervig ist mit den Rücksendungen und dann muss man das kontrollieren und dann stinkt es nach irgendwelchen komischen Dingen. Also das ist fürchterlich, deswegen haben wir das nicht. Aber ich gebe dir den Link auf Amazon. Ich glaube, es ist die Firma Tagwerk, die das dort verkauft. Ja, das passt alles ganz gut. 300, weil mich das die Leute auch immer wieder fragen, dass ich zu wenig technische Daten hergebe. 380 Gramm hat die Jacke, das habe ich mir noch extra aufgeschrieben. Das fällt mir jetzt gerade ein. Schau dir das an, gebe dir den Link unten. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Kommentar schreiben, ob sie dir gefällt, das würde mich irrsinnig interessieren. Link zu dem Produkt gebe ich da auch und natürlich billige Eigenwerbung zu mir. Faldurlaub, schau mal vorbei. Ja, vielleicht geht es ja auch, dass ich auch, wenn du vorbeikommst, bei dir am Lagerfeuer vorbeischau. Abo da lassen, da geht's direkt in meinen Shop, schau dich darum, vielleicht ist da was dabei. Ein paar andere Videos zum Anschauen, es hat mich gefreut, den René Rossmann, bis bald und ciao, ciao.